So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play This War of Mine, The Little Ones. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ja, okay, gut, wir machen weiter mit dem Projekt. Ich lasse mal wen schön grüßen, und zwar den lieben Sion. Ihr könnt mal bei ihm vorbeischauen. Ein guter Let's Player, muss ich sagen. Ich habe gestern bei ihm Final Fantasy 14 gesehen mit seinen Heiler. Muss sagen, das ist ziemlich fett reingehaut. Leider Gottes, ja, habe ich schlafen gehen müssen. Aber, bitteschön, wir machen weiter mit dem Projekt, das du unbedingt sehen wolltest. Und ja, gespeicherte Daten werden überprüft. Ich habe auch weitergespielt, ich habe einige Trophäen wieder gekriegt. Epilog, neuer Versuch. Und meine eigene Geschichte schreiben. Machen wir einen erneuten Versuch und... Ja, das habe ich alles da schon gemacht. Ich habe keine Ahnung. Marco... Machen wir mal den da. Ja komm, lad schneller. So, Tag Nummer 1. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen. Wir befinden uns im Krieg. Wir müssen... Ja, Sachen finden und uns aufbauen, Löcher verschließen, so wie das große da jetzt da hinten. Schauen, dass unsere Mitstreiter überleben. Ich hoffe, dass ich noch mit der Steuerung zurechtkomme. Und es ist schon lange nichts mehr gekommen von This War of Mine. So, ja. Dann bewegen wir dich einmal. Okay, hier haben wir schon einmal ein paar Ausrüstungsteile. Ein Dietrich haben wir auch schon da dabei. Das ist eigentlich ziemlich nice. So, ich hoffe, da brauchen wir jetzt keinen Dietrich. Sehr gut. Alles mitnehmen. Geh gleich auch wieder. Was haben wir hier drinnen? Jawohl. Ein bisschen Holz und sowas. Das ist immer gut. So, jetzt können wir mal Charakter switchen. Du machst da oben auf. Wir haben jetzt dann nur zwei Charaktere, den Anton und die Sveta, falls man die so ausspricht, ich weiß nicht. Alles nehmen bitte. So, räum mal da den Schutt weg. Da ist nichts drinnen, okay, da kannst du die nur hinsetzen, aber da hinten können wir noch was looten. Geht schon, hau dich rein. Oben ist auch noch so ein Müllberg. Werden wir auch gleich machen mit der... Wetter, dass sie das wegräumt. Da oben haben wir zwei Betten. Oh, das ist aber ziemlich nett, muss ich sagen. Dafür braucht man Dietrich, den haben wir ja eh schon gefunden. Dann schau mal ganz kurz noch da rein. Ja, Wasser und sonstiges. Sehr, sehr gut. Geht schon verwendet den Dietrich, den wir gefunden haben. Vielleicht kriegen wir dann da drinnen wieder einen. Und räumen dann gleich den Schutthaufen da oben weg. Ich könnte versuchen, die Träume zu bewegen. Ja. Wenn ich jetzt eine Schaufel hätte, würde das viel, viel schneller gehen, als das, was man da jetzt da halt sieht. Das geht dann wesentlich schneller. So, er hat schon die Hälfte. Das ist auch gut. Kann ich irgendwie rauszoomen? Ja, genau, mit L3 können wir das. Ja, die Kamera kommt leider Gottes nicht ganz nach hinten, dort wo ich halt schauen möchte. Aber ja, es passt schon. So, er ist eh gleich fertig. Zoomen wir da ein bisschen wieder rein. Ich hoffe, dass wir dann noch einen Überlebenden dazu kriegen. So, dann machen wir da auf. Okay, gut, dafür brauchen wir wieder einen Dietrich. Ah, schon wieder einen Schutthaufen. Sogar zwei gleich hintereinander. Boah, das frisst gleich einmal am Anfang extremst viel Zeit. Aber sie ist auch gleich fertig. Links oben haben wir die Zeit. Es ist jetzt 11.20 Uhr. Jetzt ist es 11.30 Uhr. Es hat 22 Grad. Es ist kuschelig warm. Das ist wenigstens gut einmal für die Charaktere. Wir haben Zeit, bis halt der rote Zeiger halt wieder oben ist. Zum Mittag. Dann beginnt die Nacht. In der Nacht müssen wir dann plündern gehen. Für alle, die es halt nicht kennen. Mach die Scheiß-Tier auf.
Hat ich da eine? Ach Gott! Lauter Dietriche hier, die wir brauchen. Das Coole ist... Na, das Coole ist doch nicht. Ich habe mir gedacht, wir haben schon einen Herd, damit wir uns was zum Essen da produzieren können. So, da drinnen waren wir noch nicht. Und dafür brauche ich auch einen Dietrich. Okay, gut. Moment. Schauen wir ganz kurz mal, was wir da herstellen können. Eine Werkbank wäre auch nicht schlecht. Das Erste, was wir machen, ist einmal den Herd da zu platzieren. In der Küche natürlich. Damit wir uns was zum Essen kochen können. So, du bist auch gleich fertig. Du kannst dann gleich weitermachen da unten. So, räum den Schutt weg. Danke. So, du bist auch gleich fertig. Sie ist kinderlieb und er ist ein guter Mathematiker. Wozu auch immer das gut sein soll, ich weiß es nicht. Okay, so, aber kochen können wir uns jetzt doch nichts, nämlich jetzt, das sieht man hier, über meinen Kopf. Wir brauchen Gemüse, das ist oben links, dann haben wir rechts, haben wir den Wein. Falls einer depressiv ist, kann er halt einen Wein trinken und ja, es macht ihn dann happy und fröhlich. Unten haben wir so kleine Rohfleischkost, kann man sagen. Das können wir dann zum Kochen verwenden. Und rechts die Konserve, die brauchen wir dann überhaupt nicht kochen. Die können wir einfach so verspeisen. Okay, dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas bauen können mit dir. Ein Wasserfilter wäre auch nicht schlecht, gleich am Anfang. Was aber auch nicht schlecht wäre, wäre die Werkbank. Die baue ich gleich mal da daneben hin. Vielleicht können wir uns dann gleich Dietriche bauen. Zwei würde ich jetzt nochmal brauchen, für hier und für da oben. Für den Schrank links oben im Badezimmer. Ja, das dauert halt. Ja, das frisst halt dann Zeit, dafür brauchen wir halt die Zeit dafür. So, jetzt haben wir aber unten weggeräumt. Jetzt können wir unten einmal schauen, ob wir was kriegen. Und dafür brauchen wir auch einen Dietrich. Gut, dann stell mal her. Dietriche kann ich herstellen. Machen wir gleich alle drei. Dann bleib du gleich da unten. Warte mal, bis der eine fertig ist. Dann können wir gleich unten mal den Schrank öffnen. So, geht schon. Was haben wir hier drinnen? Bandagen, ein bisschen rohes Fleisch, dann haben wir Gemüse, Kräuter haben wir, Wasser haben wir auch, Bücher haben wir auch. Das ist dann eigentlich auch gut, nämlich damit können wir dann Brennholz machen. Also Sachen halt, die brennen, wenn es kalt wird. So, geh auf wieder. Warte jetzt einmal. Da unten leuchtet es auch. Da gehen wir mal oben, nämlich oben haben wir den Schuttberg. Da geht durch. Du kannst da mal weiter rauf gehen. Und du kannst den Schuttberg da wieder wegräumen. Du mach oben die Dinge auf. Ah, jetzt kommt schon die Nacht. Okay, jetzt war ich zu langsam zum Beispiel. So, plündern im Bett schlafen. Ja, sie kann noch im Bett schlafen. Momentan ist noch keine Kriminalität ausgebrochen. Von dem Punkt her passt das. Und wir gehen auch ins verlassene Haus. Ich glaube, das passt. Wir drücken und er kann nicht so viel Sachen mittragen. Das heißt, wir gehen ohne irgendwas hin. Drücken einfach mal auf Viereck und schauen uns mal da drinnen um. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas Gutes. Deswegen drei Charaktere. Drei Charaktere sind in dem Spiel perfekt, muss ich sagen. So, Sniper. Ja, ja. Sniper sind da, glaube ich, nicht drinnen. Okay. Aber da hinten bewegt sich was. Ich schaue mal ganz kurz durch. Na, scheint nur eine Ratte gewesen zu sein. Da oben. Seht ihr das? Diese roten Kreise. Ja, es ist nur eine Ratte. Gott sei Dank. Es ist nur eine Ratte. So, Schuttberg wegräumen. Nutzt die Zeit in der Nacht, dass ihr so viel wie möglich macht. Das wäre mein Tipp an euch.
Es dauert so lange ohne Schaufel. Ja, das stimmt. Es dauert extremst lange, wie man sieht. Wir haben jetzt einmal erst einmal ein Viertel. Nicht einmal. Jetzt haben wir ein Viertel. Ich versuche mein Bestes. Vielleicht schaffe ich es jetzt einmal mal mit euch. Nämlich alle anderen Aufnahmen, alle anderen Geschichten, die ich ja bis jetzt gemacht habe. Ja, leider Gottes sind sie alle gescheitert. Leider Gottes. Aber ja, man kann ja nicht alles gewinnen. So, die Hälfte haben wir gleich. Und zwar jetzt. Ist auch nicht schlecht. Nutzt die Zeit. Nutzt sie. Wir können da ein bisschen ranzoomen. Allzu weit hin können wir aber nicht gehen. Na komm, Anton. Anton, Anton, Anton. Wir können uns mal ein bisschen umschauen hier. Groß ist das Haus nicht. Ich glaube, rechts ist dann die Map schon zu Ende. Also viele Loot-Gegenstände gibt es hier nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob ich den Schrank da aufkriege. Und den Kühlschrank werden wir auch noch plündern. Nämlich, wie gesagt, viel tragen kann er leider Gottes nicht. Na, dafür brauche ich auch einen Dietrich. Super. Aber wir können uns das auf jeden Fall mal merken. So, ja, das kannst du eigentlich auch gleich mal öffnen da. Öffne das. Und zack. Sehr gut. Jetzt haben wir da eine Abkürzung auf gut Deutsch gesagt. Jetzt gehen wir da ganz kurz noch rauf und schauen, ob wir da oben auch noch irgendwas wegräumen können. Nein, du sollst drauf gehen. Ich hasse die Steuerung auf der PlayStation 4. Und da ist auch abgeschlossen. Okay, dann gehen wir runter zum Kühlschrank. Unsere Priorität ist jetzt einmal, dass wir Nahrung kriegen. Sehr gut, sehr gut. Nahrung haben wir mal. Dann haben wir da Wasser, das ist auch wichtig. Dann haben wir da Zucker. Zucker brauchen wir dann, um Alkohol herzustellen. Habe ich eh schon gesagt. Falls ein Charakter depressiv ist, kann man ihm das geben. Holz nehmen wir uns mit. Den Teddy brauchen wir jetzt einmal nicht. Ein Kind haben wir eh nicht bei uns. Ja, es gibt auch Kinder hier. So. Können wir draußen auch nochmal schauen, ob es da irgendwas gibt. Und wir brauchen zwei Dietriche. Ich muss mir das nur merken. Das können wir jetzt noch mitnehmen. Einmal Holz können wir noch mitnehmen. Ansonsten war es es. Zum Essen herstellen brauchen wir Feuerholz, Wasser und halt das hier, diese Rohkost halt. Ansonsten kann ich eh nichts mitnehmen. Ich glaube, das passt schon mal. Renne zum Ausgang. Jetzt habe ich mich verdrückt. So, Anton ist zurück. Ich hoffe, das Wetter ist jetzt nichts passiert, gleich in der ersten Nacht. Ich hoffe es. Wir werden es eh gleich sehen. Da, 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 da. Komm, lad schneller. Dankeschön. So, Tag Nummer 2. Man muss hier eine gewisse Anzahl an Tagen überleben, damit man die Geschichte positiv abschließt. So, ganz netten Dinge, wünsche ich euch eine. Okay. So, das haben wir mitgenommen, es ist nichts passiert. Ihr geht's anscheinend gut. Er ist hungrig und müde. Das heißt, er geht mal pennen. Und ruht sich aus. So, sie hat nur Hunger. So, das da oben wollte ich unbedingt aufmachen. Im Badezimmer sind meistens diese Sachen drinnen zum Bandagieren. Na, aber dafür ein Dietrich noch. Okay. Alles nehmen auf jeden Fall. Na gut, dann passt das eigentlich. Dann wieder auf mit dir. Unten haben wir ja auch noch was gehabt. Ich glaube, hier passt alles. Eine Bandage haben wir sogar. Ja, die habe ich ja vorher gefunden, genau. So, hier brauchen wir ja auch den Dietrich. Ich glaube, das ist jetzt der letzte oder der vorletzte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, jetzt bin ich gespannt, was da drinnen ist. Medikamente, rohes Fleisch, Wasser und wieder Bücher und Materialien. Da können wir auch wieder alles nehmen. Das passt schon. So, ganz links war jetzt nichts mehr, oder? Ich schaue trotzdem nochmal nach. Nein, den haben wir schon aufgekriegt. Den Schubberg haben sie auch noch nicht weggetragen. Okay, okay, okay.
Und was habe ich gesagt? Zwei Dietriche brauche ich für das verlassene Haus. Wie viele habe ich jetzt? Einen. Machen wir mal drei. Stell das einmal her. Dann für die Nacht, damit Anton nochmal dorthin gehen kann, um zu schauen, ob da was drinnen ist. In die versperrten Kästen und bei der Türe natürlich. Die Türe war ja auch verschlossen, dafür brauchen wir auch den Dietrich. Und danach werde ich gleich da hinten den Schuttberg weiter abbauen. Ich habe Hunger. Ja, ja, ich weiß, du hast Hunger. Du kriegst jetzt was von mir zum Essen, wenn du sehr hungrig bist. Hungrig, das passt schon. So, dann geh gleich da rein. Uiuiui. Der Anton ist da nicht weit gekommen. Na dann, bau halt wieder mal ab, würde ich sagen. Das dauert. Es dauert wirklich lang. So, du schlafst. Bei dir ist alles gut, oder? Du bist eh nur müde. Ansonsten hast du eh keine Probleme. Okay, der Anfang ist immer leicht bei dem Spiel. Ah, sehr gut. Er ist ausgeschlafen. Das ist sehr positiv. So, oben braucht man nichts mehr machen. Dann schauen wir mal, ob wir mit ihm was bauen können. Gleich runter da mit dir. Ein Filter wäre nicht schlecht. Ein Wasserfilter, ja, könnte ich sogar bauen. Ein Herd könnte ich auch bauen. Also ein Heizgerät. Damit wir es noch wärmer haben. Aber das braucht man erst im Winter. Da müssen wir dann ganz, ganz viel Holz farmen. Ah, jetzt bin ich auf den Filter gegangen, oder? Moment. Das wollte ich eigentlich nicht. Na, kann ich noch nicht bauen. Da fehlen mir zwei Zahnrädchen, fehlen mir da. Um Gottes Willen, zwei Zahnrädchen fehlen mir da, damit ich das bauen kann. Ja gut, dann bau halt einen Wasserfilter. Bau gleich, keine Ahnung. Bau gleich dreimal. Das passt schon für den Anfang. Wenn wir ihn bauen, dann können wir gleich den Wasserfilter reingeben. Nämlich ohne Wasser können wir halt nicht kochen. Das ist halt jetzt da problematisch da. Aber wie gesagt, der Anfang ist schon ziemlich leicht. Man muss halt nur genau wissen, was man halt dafür braucht. So, sie ist fertig. Dafür brauchen wir jetzt wahrscheinlich... Ah, keinen Dietrich, sehr gut. Was haben wir hier drinnen? Wieder Materialien, wieder Wasser. Einen Schmuck haben wir hier drinnen. Basisausstattung, ja, ja, aber... Kräuter halt, da können wir dann Zigaretten halt machen. Schmuck, das können wir dann verwenden zum Tauschen. Es kommen dann halt auch Händler da vorbei. So, ansonsten war es das, glaube ich. Am Tag können wir nicht so viel machen. Außer wir haben halt genug Ressourcen. Schauen wir mal, ob sie noch was kochen kann. Aber ich glaube, mir fehlt da das Brennholz auch noch. Schau mal ganz kurz rein. Ja, wie ich mir gedacht habe. Brennholz fehlt mir da. Jetzt haben wir da halt gewisse... wie soll ich sagen? Wir können verschiedene Ressourcen hier verwenden. Hier brauchen wir Materialien, um Brennholz herzustellen. Hier können wir halt Holz verwenden. Und hier können wir diese Bücher verwenden. Dann mach mal die Bücher, würde ich sagen. Nehmen wir gleich alle fünf. Die Bücher können wir dann auch zum Tauschen verwenden. Die haben eigentlich ziemlich hohen Wert. Aber ja. So. Bei dir passt alles. Ja, wir sparen jetzt einmal auf den Wasserfilter, würde ich sagen. Damit wir uns selber Wasser hier machen können halt. So, jetzt habe ich einen Dietrich nur. Verdammt. Und mir fehlt... Was fehlt mir denn? Gar nichts. Einmal kann ich ihn noch produzieren, das ist gut. Nämlich die zwei Dietriche nehme ich auf jeden Fall mit. In das verlassene Haus noch. Dann lassen wir gleich den Tag dann beenden. Wenn du fertig bist. Und wenn sie fertig ist. Ja, gleich ist sie fertig. Sehr gut. Na warte jetzt. Schauen wir, ob wir noch was zum Essen herstellen können. Ja, können wir. Zwei Sachen können wir hier machen. Und hier genauso. Na, mach einfach das einmal. Zum Essen kriegt es allerdings erst später, was? Ich würde sehr gerne etwas essen. Ja, ja, wir müssen noch warten. Jetzt tun wir mal einfach nur farmen und schauen, dass wir alles zusammenkriegen. So, Tag beenden bitte. Er setzt sich hin, alles ist cool.
so im Bett schlafen und er geht wieder plündern. Und wie man sieht, da ist dieser Rucksack jetzt neben den Gesichtern. Jeder von beiden kann halt 8 Stück tragen. So, bombardierte Schule ist jetzt dann neu. Da gehen wir aber jetzt nicht hin. Noch nicht. Wir gehen in das verlassene Haus nochmal. Wir tun uns vorbereiten. Jetzt habe ich 4 Dietriche. Warum wurde mir nur einer angezeigt? Na, mir ist wurscht. 2 brauchen wir auf jeden Fall. Zahnrädchen brauchen wir. Das wäre nicht schlecht. Und halt den ganzen anderen Schnickschnack. So, wir gehen plündern. Und es ladet und ladet und ladet. So, geht schon. Hau dich rein. Da oben ist wieder die Ratte. So, hier haben wir einen Dietrich braucht. Schauen wir gleich mal da drinnen nach, was da drinnen gibt. Ja, Medikamente, Alkohol, Schusswaffen und was weiß ich nicht was. Das nehmen wir mal mit. Das ist schon einmal gut. Nein, nicht das. Das geht wieder weg. Nimmt am Anfang immer nur mit, was halt wirklich wichtig ist. Den Alkohol nehme ich jetzt nur mit zum Tauschen, falls der Händler kommt. Da brauchen wir den zweiten Dietrich. Ich hoffe, da drinnen brauchen wir jetzt dann nicht noch einen Dietrich. Sehr gut, da können wir einfach so plündern. Somit haben wir auch wieder den Platz freigekriegt, wie man sieht. Zahnrädchen haben wir gesagt. Dann nehmen wir 4 Stück von denen mit, 2 Stück von denen und wir schauen uns natürlich weiter um. Vielleicht findet man ja noch irgendetwas Brauchbares. Medikamente zum Beispiel, sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ah, Dünger, sehr gut. Das nehmen wir auch gleich mit. Den Teddy können wir, ich weiß nicht. Teddy braucht man eigentlich nicht. Zahnrädchen würde mich mehr interessieren. Schauen wir da auch nochmal. Was wir hier haben. Zahnrädchen, sehr gut. Ja, Munition, Materialien halt. Ja, das ist zwar alles wichtig. Was haben wir hier? Na, genau der gleiche Blödsinn. Es ist zwar kein Blödsinn, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, ganz viele Teddys gibt es hier. Die könnten wir, dann nehme ich alle Teddys mit. Die können wir dann auch zum Tauschen verwenden. Munition natürlich, ihr könnt eigentlich alles tauschen. Nur habt, also Munition, Schnaps, Zigaretten und sowas, das haben halt, das ist halt das, was halt ziemlich hoch ist. Für den Tauschwert. Teddy ist eher nicht so. So, wo war denn der jetzt da, oder? Ich glaube, 3 gibt es hier in der Map. Das ist wirklich schon viel. So, einmal. Ich gehe nochmal alles durch, prophylaktisch. Einfach alles durchgehen. Hier haben wir keinen, okay. Ich glaube, da drinnen war auch keiner, aber ich schau mal nach. Oh ja, war sogar einer. Sehr gut. So, die Ratte rennt da vergnügt herum. Und sie folgt mir sogar. Jetzt läuft sie da weg. So, hier haben wir nichts. Im Bett war es, oder? War es im Bett? Auch nicht, nein, da sind noch die Kräuter drinnen. Die Kräuter können wir dann auch noch verwenden, falls einer verwundet ist. Damit er sich halt wieder heilt. Aber das, dieser Heilungsprozess dauert halt. Okay, wir kommen auf jeden Fall nochmal her und holen uns natürlich dann noch die Materialien. Wie gesagt, ich nehme das jetzt dann nur mal mit. Wegen den Händler. Was haben wir hier unten? Haben wir da unten vielleicht noch ein Teddy? Teddy, Teddy, Teddy. Nein, aber da haben wir noch was. Ein Zahnrädchen, das ist gut. Was haben wir hier drinnen? Bücher, okay. Zigaretten, hier haben wir die Zigaretten. Das sind die Qualitätszigaretten. Hochwertiger Drehtabak. Was haben wir hier? Nur Holz. Holz ist auch gut, aber momentan ist noch nicht Winter. Was haben wir hier drinnen? Zahnrädchen, sehr gut. Na, Gott sei Dank bin ich nochmal runtergegangen. So, rechts hat es nichts mehr gegeben, links weiß ich gar nicht mehr. Okay, passt. So, renne zum Ausgang, einfach Kreis drücken. Ja, das ist Rennen beim Anton anscheinend. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir unseren dritten Charakter auch noch kriegen. Schauen wir mal, was wir jetzt da machen können. Vielleicht kommt ja auch gleich der Händler, das wäre nicht schlecht. Jetzt werden wir sehen, wie die Nacht
vorübergegangen ist. So. Und wir wurden ausgeplündert. Na, ist ein Wahnsinn. Und uns wurde gestohlen. Dreimal rohes Fleisch, den Filter, den ich gemacht habe, und zweimal Wasser. Na, das Spiel mag mich nicht. Das Spiel mag mich wirklich nicht. Also, wie oft ich auch immer eine Geschichte begonnen habe, das Spiel hasst mich einfach. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. So, du gehst auf jeden Fall jetzt nochmal schlafen. Ich bin jetzt schon ziemlich angepisst. So viel Pech kann doch kein Mensch haben, wenn er so ein Spiel spielt. Das kann doch nicht wahr sein. So, sie ist nur hungrig. Er ist, glaube ich, auch nur hungrig. Sehr gut. Er soll mal pennen. Wenigstens haben sie uns unser Essen da gelassen. Wenigstens was. Das heißt, sie muss jetzt da mal Wache stehen, sonst kommen da mehr Leute, die uns einfach hier ausplündern. So. Der Wein ist jetzt auch drinnen, wie man sieht, oben beim Kühlschrank. Dieses Gefäß da halt. So, das würde ich gerne bauen, und zwar, ja, wir können es eigentlich da oben bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das halt irgendwo richtig platzieren könnte, damit das halt mehr Gewinn bringt. Ich weiß es, das weiß ich leider nicht. Aber es ist schon mal gut, wenn wir es haben. Und ich glaube, am Fenster macht es sich auch ziemlich gut. Wo die ganze Luftfeuchtigkeit sich halt sammelt. Also ich denke mal so. Wir warten natürlich noch ein bisschen, vielleicht kommt der Händler. Und den Filter haben wir ja auch schon. So, Filter einbauen. Wenn der Filter dann voll ist, kriegen wir viermal Wasser. Ja, da unten kommt er schon. Es ist jemand an der Tür. Ich habe etwas mitgebracht. Ja, das ist tatsächlich der Händler. Dann sieht man den jetzt hier auch wieder beim ersten Paar mal. Servus, grüß dich. Wie geht's da? Alles cool? Was hast du denn mit, hä? Achso, nein, das ist nicht der Händler. Ah, ich habe Essen zum Teilen. Sie werden es nicht glauben, aber eine Hilfsorganisation hat heute auf den Marktplatz Essen verteilt. Ich hatte schon geglaubt, dass sie uns vergessen haben. Ich nehme so viel, wie sie mir geben konnten. Dann schossen die Mörser der Grazny, auf uns und alle mussten in Deckung gehen. Ich hatte Glück, dass ich es geschafft habe. Ich kann ihnen Folgendes geben. Ja, Konserven kann er mal geben. Und ich glaube, Grazny, Mörser der Grazny, ich glaube, wir wissen alle, was das heißt. Ich glaube, das ist der Nazi. Ich bin mir aber nicht sicher jetzt. Da. Auf jeden Fall nehmen wir es an. Und zwar dankend. Mach's gut, danke, gell? So, wenn wir jetzt da hinschauen, sieht man jetzt, dass wir auch Konserven haben. Es ist ziemlich leibend. Also das war schon mal ziemlich gut. Ja, man kriegt auch was geschenkt. Manchmal kommt auch wer und will halt, dass wir ihnen helfen. Dann müssen wir halt den Charakter dann wegschicken. Dann können wir halt nicht plündern gehen. Und sonstiges. Aber ich glaube, hier drinnen passt alles. Wir können nochmal schauen, ob wir noch irgendwas bauen können. Aber ich glaube nicht, dafür fehlen mir die Materialien. Ein dritter Charakter wäre halt geil, nämlich dann könnte einer schlafen, einer Wache stehen und der andere geht plündern. So, wie schaut es jetzt hier aus? Na, viel kann ich nicht machen. Holz, na, das möchte ich halt ungern ausgeben, diese Materialien und das Holz halt. Für Brennstoff, also für Brennholz halt. Das mache ich nur ungern. Wie viele Filter habe ich? Du hast einen. Ah, da oben steht das. Du hast einen. Okay. Na, dann mach halt gleich einen zweiten draus. Mach gleich zwei. Wie schaut's bei dir aus? Ah, durchgeschlafen. Alles wieder cool, ha? So. Das wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr interessanter. Nämlich, sie wird jetzt der Wache stehen. Nämlich, ich will jetzt dann nicht, dass da alles von mir wieder natürlich gestohlen wird von der KI. So, wir haben Glück, dass es hier drinnen nicht kalt ist. Ja, das stimmt. So. Bretter kann ich noch nicht machen. Was brauche ich, um das aufzurüsten? Materialien und wieder Zahnrädchen. Alter, Zahnrädchen, die ganze Welt dreht sich nur um Zahnrädchen. So, schauen wir da mal ganz kurz, da können wir eh nichts machen. Was brauchen wir, um zum Aufwerten? Zahnrädchen, na, wie soll es noch anders sein? So.
Ich brauche was zu essen. Na, du brauchst noch nichts zum Essen. Alles ist cool. Nein, du bleibst da sitzen, Anton. Du setzt dich oben hin und wir lassen den Tag vergehen. Und das war's auch jetzt einmal mit dem ersten Part. Ja, ich bin wieder zurück mit dem Projekt. Ich hoffe, es hat euch jetzt einmal gefallen vom ersten Part jetzt einmal an, von der neuen Geschichte. Ansonsten wünsche ich euch was natürlich. Macht's es gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.